Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Guten Abend und willkommen. Für den Sport ist Norbert Lehmann im Studio. Einen schönen guten Abend auch von mir. Das sind die großen Themen heute. Missbrauch in der evangelischen Kirche. Eine Studie zeigt, das Ausmaß sexualisierter Gewalt ist viel größer als bislang bekannt. Gefährlicher Erdrutsch. Dänemark droht eine Umweltkatastrophe, weil ein gigantischer Giftmüllberg in Bewegung gerät. Und träumen vom Titel. Nach der Klatsche gegen Kroatien hofft das DHB-Team im EM-Halbfinale gegen den Weltmeister auf ein kleines Wunder. Es ist noch viel mehr Kindern und Jugendlichen in der evangelischen Kirche und der Diakonie sexualisierte Gewalt angetan worden, als bisher bekannt war. Das belegt eine heute vorgestellte Studie. Das Ausmaß ist offenbar ähnlich groß wie in der katholischen Kirche. Bisher war bekannt, dass seit 1946 innerhalb der evangelischen Kirche 858 Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Die Studie jetzt spricht von mindestens 2225 Opfern. Tatsächlich sei die Zahl aber wohl noch weitaus höher. Als mutmaßliche Täter wurden mindestens 1259 Kirchenbeschäftigte erfasst. Auch hier gäbe es eine hohe Dunkelziffer, Oliver Deuker berichtet. Als Minderjährige wurde die heute 50-jährige Katharina Kracht vom Pastor ihrer Kirchengemeinde missbraucht, über viele Jahre hinweg. Kein Einzelfall in der evangelischen Kirche, wie die fast 900 Seiten umfassende unabhängige Studie zeigt. Ich halte die Studie für ausgesprochen wichtig, weil sie nämlich endlich das mal wissenschaftlich belegt, was wir seit so vielen Jahren sagen. Die evangelische Kirche hat ein Problem mit sexualisierter Gewalt. Es finden sich auch hier hohe Zahlen. Und sie hat vor allem auch ein Problem damit, wie sie mit den Betroffenen umgeht, wenn sie sich melden. Kritik, die Missbrauchsopfer seit Jahren benennen, die aber von Verantwortlichen der evangelischen Kirche häufig heruntergespielt wurde. Heute nicht. Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Dazu gehört es als allererstes zu sagen, wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. 1259 Beschuldigte und 2225 Opfer konnte die Studie bisher benennen. Doch es werden mehr sein, denn es fehlt an Datenmaterial aus den 20 Landeskirchen, kritisieren auch die Studienmacher. Aufgrund der unterschiedlichen Datenlage lassen sich hier keine seriösen Vergleiche ziehen, aber es ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Die Studienveröffentlichung, ein rabenschwarzer Tag für die evangelische Kirche. Es zeigt sich ganz deutlich, dass in der evangelischen Kirche, ähnlich wie in der katholischen Kirche, es ein großes Ausmaß an Risikoräumen gibt, wo Machtunterschiede und Vertrauensabhängigkeitsverhältnisse von Tätern genutzt werden, um Taten anzubahnen und sie dann eben auch zu verüben. 3,6 Millionen Euro kostete die Studie. Es ist zumindest ein Anfang der Aufarbeitung. Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Weitere Fakten aus der Studie und Reaktionen haben wir online in der ZDF-Heute-App. Dort erfahren Sie außerdem, an wen sich Betroffene jederzeit wenden können. Die Idee eines Ringtausches zur Unterstützung der Ukraine mit Marschflugkörpern stößt in den Reihen von FDP, Grünen und CDU auf Skepsis. Dabei geht es nach Medienberichten um Vorschläge aus Großbritannien, wonach die Bundeswehr Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien oder Frankreich liefern soll. Die beiden Länder könnten dann im Gegenzug ähnliche Waffensysteme an die Ukraine weitergeben. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann bekräftigte ihren Vorschlag, das Taurus-System sofort an die Ukraine abzugeben. Es sei deutlich besser als die Waffensysteme der Verbündeten. Noch sind viele Fragen offen nach dem Absturz der russischen Militärmaschine gestern. Moskau wirft Kiew vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. An Bord seien auch 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen. Die Ukraine fordert nun eine internationale Untersuchung. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-76 war nahe der grenznahen Großstadt Bjelgorod unterwegs und stürzte beim Ort Jablobonow ab. Sebastian Ehm berichtet.
Das russische Staatsfernsehen sendet heute einen Gedenkgottesdienst. Trauer bei den Angehörigen der Besatzung der abgeschossenen Iljuschin. Die Botschaft: Russland wurde Opfer eines barbarischen ukrainischen Angriffs. Der Vorwurf: Kiew habe das Flugzeug vorsätzlich abgeschossen, obwohl man gewusst habe, dass an Bord ukrainische Kriegsgefangene waren. Die ukrainische Seite wurde offiziell gewarnt. Ich betone das. Offiziell gewarnt. 15 Minuten bevor das Flugzeug in die Zone flog. Die Ukraine dementiert das. Auch die Menschen in Kiew glauben der russischen Erzählung nicht. Dort ist die Skepsis und die Wut auf die Russen groß. Ich kenne die Russen und glaube denen kein Wort. Wenn wir unsere Gefangenen verlieren, dann ist es natürlich eine Tragödie, klar. Für die Ukraine, für jede Familie, die ein Mitglied verloren hat, ist es eine Tragödie. Die offiziellen ukrainischen Stellen widersprechen Moskaus Version. Man habe bisher keine Informationen darüber, dass sich an Bord ukrainische Gefangene befunden hätten. Dass das Flugzeug abgeschossen wurde, dementiert man jedoch nicht. Kiew fordert nun eine internationale Untersuchung. Es ist offensichtlich, dass die Russen mit dem Leben der ukrainischen Gefangenen, den Gefühlen ihrer Angehörigen und den Emotionen unserer Gesellschaft spielen. Es müssen jetzt alle Fakten auf den Tisch. Wladimir Putin äußerte sich heute in Kaliningrad nicht zum Absturz in Bjelgorod. Dass er eine internationale Untersuchung auf russischem Boden zulässt, gilt aber als ausgeschlossen. In Deutschland leben so viele Menschen wie noch nie. So schätzt es das Statistische Bundesamt ein. Die Bevölkerung ist zum Ende des letzten Jahres auf 84,7 Millionen gestiegen. Das ist ein Plus von gut 300.000 im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und der bislang höchste Gesamtwert seit der Wiedervereinigung. Grund für diesen Rekord: die Zuwanderung. Geschätzt seien bis zu 710.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Schauen wir auf den Arbeitskampf der Lokführer und Lokführerinnen. Es ist der zweite Streiktag. Die meisten Züge stehen still, nur etwa 20% fahren laut Notfahrplan. Die wirtschaftlichen Folgen spüren viele Unternehmen bis hin zu den Bahnhofsgeschäften. Aber bisher gibt es zwischen der Deutschen Bahn und der GDL keine Annäherung mehr, von Julia Schröter. Protestzug der Lokführergewerkschaft in Stuttgart. Nur eine von vielen Aktionen im ganzen Bundesgebiet. Auch der Vorsitzende der GDL ist dabei und verteidigt den Streik gegen Kritik. Es ist aus Sicht unserer Kunden, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr, nie eine gute Zeit für einen Streik. Wir verstehen das, aber wir treten nicht an, um zu streiken, sondern wir treten an, damit dieses Eisenbahnsystem gesundet und die Menschen, die dort arbeiten, lange dauerhaft gesund bleiben und vor allen Dingen wieder Spaß am Beruf haben. Streiktag 2 und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch für die GDL ist das im Moment keine Option. Besonders für diejenigen, die vom Bahnhof leben, ist das ein großes Problem, etwa für Janet Sincher. Sie ist mit ihrem Blumenladen im Mainzer Hauptbahnhof fast vollständig abhängig von Laufkundschaft und die kommt nun kaum. Oh, sehr wenig. Also der Umsatz geht fast 90% runter. Also das heißt, wenn das so wenig ist, dann müssen wir die Kosten von eigener Tasche bezahlen müssen. Das ist nicht schön. Für die Streikenden hat sie grundsätzlich Verständnis, aber sie müsse den Streik mitbezahlen. Ähnlich schlecht läuft es in diesem Fastfood-Laden im Bahnhof in Hamburg. Statt Abfertigung der Kunden im Minutentakt sind sie jetzt froh über jede Portion Pommes, die über den Tresen geht. Für die Betreiber ist der Kundenmangel schmerzhaft. Das Essen muss eingekauft werden, die Miete muss bezahlt werden, Strom etc. Dann gibt es ja auch noch Abgaben an den Hauptbahnhof, da muss man das Personal auch noch bezahlen. Und mit solchen Tagen tut das den Unternehmen natürlich weh. 6 Tage Bahnstreik, eine Herausforderung für viele Menschen, längst nicht nur für die Bahnfahrer. Antisemitische Straftaten haben in Deutschland dramatisch zugenommen. 2249 Taten hat das Bundeskriminalamt erfasst. Zwischen dem 7. Oktober, also dem Tag des Terrorüberfalls der Hamas auf Israel, und dem 22. Januar dieses Jahres. Aus Sorge vor Angriffen und Anfeindungen bemühten sich jüdische Menschen in Deutschland seit einigen Monaten, in der Öffentlichkeit weniger aufzufallen, berichtet der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. In Thüringen ist die rechtsextreme AfD besonders stark. Anfang September wird dort ein neuer Landtag gewählt.
Und jetzt haben sich mehr als 3000 Organisationen und Privatpersonen zu einem Bündnis zusammengetan. Weltoffenes Thüringen. Es ruft dazu auf, Haltung gegen die extreme Rechte zu zeigen. Heute ist ihre Kampagne gestartet. Mit dabei auch viele Unternehmen. Daniela Sonntag und Melanie Haag berichten. So viele und so viele verschiedene Akteure in einem Zivilbündnis, das gab es bislang nicht im Freistaat. Verbände, Firmen, Kirchen, Privatpersonen, Haltung zeigen für ein weltoffenes Thüringen. Seit Monaten vorbereitet auch von Erik Wrasse. Thüringen wird wirklich wahrgenommen mit diesen 30-35% für eine rechtsextreme Partei. Und wir wollen zeigen, Thüringen ist sehr viel mehr. Thüringen ist jetzt schon vielfältig, weltoffen. Die in Thüringen als rechtsextrem eingestufte AfD um Björn Höcke liegt in Umfragen mit Abstand vorn. Das sehen auch in der Wirtschaft viele mit Sorge. Unter den mehr als 3000 Unterstützern des Bündnisses viele Industrieunternehmen wie der Jenoptik-Konzern. Mithalten beim Wettbewerb der Arbeitgeber, beim Kampf um die besten Köpfe. Da spiele das Image des Wirtschaftsstandortes eine große Rolle. Wir sind ja ein Unternehmen, das aus Jena, aus Thüringen kommt, aber international tätig ist mit 4.500 Mitarbeitern, davon 1.700 hier in Thüringen aus mehr als 30 Nationen. Und das allein, glaube ich, beschreibt schon, wie wichtig es für uns ist, ein offenes Willkommensklima zu haben. Fachkräfte anziehen und halten. Auch in anderen Branchen spüren sie die Auswirkungen des politischen Klimas. Um eine gute Betreuung, Bildung, Pflege aufrechtzuerhalten, sind wir natürlich auf Menschen, Fachkräfte, Arbeitskräfte angewiesen, die in unserem schönen Thüringen tätig werden wollen, ob sie aus Deutschland kommen oder aus dem Ausland. Und wir hören dort Stimmen, die sich Sorgen machen, kann ich in Zukunft in Thüringen noch gut leben. Lauter werden, präsent sein, auf Social Media und auf den Plätzen. Doch wie viele Menschen sie damit auch erreichen, muss sich zeigen. Nach Plagiatsvorwürfen gegen AfD-Chefin Alice Weidel wegen ihrer Doktorarbeit sieht die Universität Bayreuth nicht genügend Hinweise für eine weitere Prüfung. Die Arbeit weise zwar Zitierfehler auf, dennoch reichten diese Passagen nicht aus, um ein grob fahrlässiges oder absichtliches wissenschaftliches Fehlverhalten zu belegen, berichtet die Universität. Ein Schüler hat in einer Schule nahe Heidelberg eine Mitschülerin getötet. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte inzwischen gefasst werden. Er war nach der Tat geflüchtet. Die Schülerin starb bereits am Ort des Geschehens. Alle Versuche, sie zu reanimieren, blieben erfolglos. Laut Polizei hatte sie den Täter bereits im letzten Jahr wegen körperlicher Gewalt angezeigt. Schon jetzt ist die Rede von der größten Umweltkatastrophe, die Dänemark je erlebt hat. Ein riesiger Hügel mit giftiger Erde, der seit Jahren auf einer Deponie gelagert wird, ist ins Rutschen geraten. Trotz aller Versuche, die gefährliche Masse aufzuhalten, droht sie in einen nahegelegenen Fluss und dann ins Meer gespült zu werden. Die Firma Nordic Waste in der Nähe der Rheinstadt Randers hat jahrelang gut an der Giftmüllentsorgung verdient, aber jetzt angesichts des gewaltigen Schadens Insolvenz angemeldet. So hat Kaldi berichtet. Unaufhaltsam bisher. Jeden Tag ein paar Meter weiter rutscht der riesige Haufen hochkontaminierter Erde auf das Örtchen Öls und den kleinen Fluss Arling zu. Bedroht Mensch und Natur, die Fjorde und das Meer. Die Ministerpräsidentin dieser Tage vor Ort spricht von der wahrscheinlich größten Umweltkatastrophe Dänemarks. In erster Linie geht es um den Schutz der Umwelt und der umliegenden Gemeinden. Und dann müssen wir den Verursacher zur Kasse bitten. In einer ehemaligen Lehmgrube sammelte das Unternehmen Nordic Waste giftige Stoffe von überall her. Aus Verbrennungsanlagen, Ölplattformen, Tankstellen. Wer für den Erdrutsch aufkommen muss, darüber wird nun gestritten. Hinter Nordic Waste steht der Milliardär Torben Östergaard Nielsen. Sein Unternehmen meldete Insolvenz an. Die Regierung wirft ihm Flucht aus der Verantwortung vor. Wenn du sehr stark bist und man muss sagen, dass Dänemarks sechsreichster Mann das ist, dann hast du auch eine Verantwortung, sehr gut zu sein. Und das vermissen wir in diesem Fall. Das Unternehmen, das auf die Reinigung kontaminierter Erde spezialisiert ist, weist jede Verantwortung zurück. Starke Regenfälle seien für die Erdrutsche und die Naturkatastrophe verantwortlich. Aber auch die Gemeinde steht in der Kritik. Sie hat die Genehmigung ohne Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt. Ich wage also zu behaupten, dass in diesem Fall beide verantwortlich sind.
Die Aufräumarbeiten und die Sicherung des Gewässers könnten Jahre dauern, so Fachleute, und bis zu 300 Millionen Euro verschlingen. Es sind Bilder einer aufsehenerregenden weiten Reise. Japans Weltraumsonde SLIM hat erste Daten und Fotos von der Landung auf dem Mond geschickt. Darauf unter anderem zu sehen, das gelbe Raumfahrzeug auf der felsigen Mondoberfläche. Es sei weich gelandet, nur 55 Meter vom Zielpunkt entfernt, so die japanische Weltraumbehörde. Die Forschenden sind zufrieden, trotz eines Missgeschicks. SLIM steht offenbar auf dem Kopf und seine Solarzellen können derzeit keinen Strom erzeugen. Und jetzt kommen wir zur Handball-EM. Norbert, Deutschland steht ja im Halbfinale, trotz der Niederlage gestern gegen Kroatien. Ja, das letzte Hauptrundenspiel war echt zum Abhaken. Ein Festival an Fehlwürfen, personelle Experimente in Halbzeit 2, die wenig Stabilität brachten. Egal, jetzt heißt es volle Konzentration auf morgen Abend und auf den Gegner Weltmeister Dänemark. Die Belohnung gab's dennoch, einen Döner als Mitternachtssnack zum Selbstbelegen. Trotz schwacher Leistung und klarer 24-30 Niederlage gegen Kroatien. Allein 24 Fehlwürfe dienen hier als negativer Beleg. Sei es drum, das große Ziel Halbfinale ist erreicht. Die ersehnte Medaille zum Greifen nah. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keine bessere Situation, dass du ein Halbfinale zu Hause hast, vor eigenem Publikum, in dieser Arena. Und trotzdem hast du nicht den Druck. Am Mittag auf der offiziellen Pressekonferenz eine erste Begegnung zwischen beiden Halbfinalisten. Ganz so herzlich wird es morgen beim Duell ums Finale sicher nicht zugehen. Ja, und beide Halbfinals morgen live bei uns im ZDF ab 17.35 Uhr. Erst Frankreich gegen Schweden und dann Deutschland gegen Dänemark. Zur Fußball-Bundesliga. Da hat Bayern München gestern Abend das Nachholspiel gegen Union Berlin knapp und glanzlos gewonnen. Durch das 1:0 von Rafael Guerreiro in der 46. Minute. Bayern jetzt wieder mit 4 Punkten Abstand auf Tabellenführer Leverkusen Zweiter. Überschattet wurde das Spiel durch das unsportliche Verhalten von Union-Trainer Nenad Bjelica gegenüber Bayern-Stürmer Leroy Sané. Dafür erhielt er vom Schiedsrichter die rote Karte und wurde heute vom DFB für 3 Spiele gesperrt plus 25.000 Euro Geldstrafe. Nach dem Erfolg in Kitzbühel wieder ein spektakulärer Sieg von Linus Strasser. Deutschlands Slalom-Ass gewann gestern Abend den Weltcup von Schladming. Der Münchner setzte sich im Flutlichtrennen bei zum Teil strömenden Regen gegen den Norweger Timon Haugan und den Franzosen Clément Noël durch. Linus Strasser übrigens Samstag bei uns Gast im aktuellen Sportstudio. Danke, Norbert. Gerne. Und jetzt noch eine weltweite Sensation. Ein Jahrhundertfund heißt es heute aus Österreich. Ein lang verschollenes Werk von Gustav Klimt ist wieder aufgetaucht und kommt unter den Hammer. Das Fräulein Lisa. Farbenprächtig und nahezu makellos hat das Gemälde mehr als 100 Jahre überstanden. Es hing wohl in einer Villa bei Wien. Die Fachwelt kannte das Bild nur durch eine matte Schwarz-Weiß-Aufnahme. Am 24. April soll das Fräulein Lisa in Bund versteigert werden. Schätzwert 30 bis 50 Millionen Euro. Viel Wind und kräftiger Regen wird für morgen erwartet. Mehr dazu gleich im Wetter von Östin Terli. Das Heute-Journal können Sie um 21.45 Uhr sehen mit Christian Sievers. Und diese Nachrichtensendung läuft morgen nicht wie gewohnt um 19 Uhr, sondern nach Ende des ersten Handball-EM-Halbfinales, das heißt gegen 19.20 Uhr. Morgen begrüßt Sie dann Barbara Hallweg. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Regen in der kommenden Nacht ist hauptsächlich dieser Warmfront hier geschuldet. Aber Sie sehen, da nähert sich schon diese Kaltfront und die bringt deutlich mehr Regen und viel mehr Wind. Ja, und dahinter lockert es auf. In der Nacht also viele Wolken und Regen mit der Warmfront. Im Nordwesten, da regnet es dann mehr. Der Wind legt außerdem zu. Das liegt an der herannahenden Kaltfront bei Temperaturen von 0 bis 9 Grad ganz im Westen Deutschlands. Und morgen ist viel los beim Wetter. Die Kaltfront schwenkt einmal von Nordwest nach Südost und dabei gibt es kräftige Schauer. Ja, und der Wind, der legt ordentlich zu und erreicht in der norddeutschen Tiefebene 60 bis 90 Kilometer pro Stunde und bis 110 Kilometer pro Stunde.
Stunde an der Nordsee. Und das bei höchsten Temperaturen von 7 bis 13 Grad maximal. Die nächsten Tage komplett ruhiges Wetter mit viel Sonnenschein, 3 bis 9 Grad am Samstag, 4 bis 13 Grad dann am Montag. Und damit einen schönen Abend.